Hallo alle zusammen. Ich würde gerne mal mit diesem Video kurz ein kleines Konzept vorstellen, wie man über Changes spielen kann. Mir hat das total viel geholfen und ich habe das auch nicht selbst erfunden, sondern das ist eigentlich vom großen Meister Pat Metheny, bei dem ich das auf dem Workshop mal gelernt habe. Und ja, seit einigen Jahrzehnten versucht habe, immer wieder weiter zu verfeinern und zu üben. Und genau, der Beispielsong hier wäre mein Stück Highschool Bebop, wobei das mein Stück in Anführungszeichen gehört, weil die Akkordform eigentlich von John Coltrane ist, der das wiederum über ein Stück von Charlie Parker gelegt hat, seine eigenen Changes da drüber komponiert hat. Und die letztendliche Form, über die ich jetzt hier spiele, ist von meinem Freund Manfred Bründel, Bassprofessor in Weimar, der das wiederum für ein Stück für sich genommen hat. Und ich dachte, das passt auch prima auf mein Stück. Wie gesagt, im Prinzip sind das die Changes von dem Stück 26-2, aber mit nur einem A-Teil vor der Bridge und die Bridge stark verkürzt. Und dann gibt es noch einen zweiten A-Teil danach, in dem es auch einen Dreivierteltakt gibt. Das Ganze sieht dann so aus, dass ich erstmal für jeden Akkord meinen Fingersatz suchen muss, wo die Akkordtöne, die Arpeggien liegen. F Major 7 wäre zum Beispiel hier. Dann Ass 7. Des Major 7. Der große Trick dabei besteht, dass man das alles zusammenbringen muss. Also würde ich versuchen, erstmal pro Takt 8 Noten, 8 Achtel zu spielen. Und da das halbtaktige Wechsel sind, habe ich 4 Noten pro Akkord. So in der Art. Genau. Das kann man natürlich noch andersrum spielen, also von oben nach unten. Oder auch abwechselnd. Und so weiter und so weiter. Ein entscheidender Aspekt meines Konzepts wäre eine sogenannte Random Exercise. Das heißt, ich versuche ich lege eine Lage fest, von hier bis hier meinetwegen, oder von hier bis hier, so dass ich gerade so überall hinkomme, und versuche einfach meine Richtung beizubehalten und wechsle den Akkord ganz unabhängig davon, wo ich gerade bin. Das heißt, ich spiele nicht von Grundton zu Grundton oder Terz zu Terz oder sonst was, sondern nehme den Ton, der mir da entgegenkommt. Das würde so aussehen. Der nächste Schritt ist dann einfach improvisieren mit genau diesen Tönen. Das Zauberwort hier nennt sich Limitation. Dazu später mehr. Musik